Der nächste Redner ist Nikolaus Prinz von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Bundesminister, meine Damen und Herren. Unsere Gemeinden bilden das starke Rückgrat des Landes, denn Faktum ist, dass 2/3 der Menschen in Gemeinden am Lande leben. Das Kommunalinvestitionsgesetz ist ein weiterer und notwendiger Schritt und ein Impulsgeber in Richtung Modernisierung der ländlichen Infrastruktur und der damit verbundenen Verbesserung der Bedingungen für die Menschen im ländlichen Raum. Es ist keine Neuigkeit, dass viele ländliche Gemeinden letztlich eine budgetäre schwierige Situation haben. Immer mehr Aufgaben bei doch eher weniger Einnahmen führen dazu, dass notwendige Investitionen verschoben bzw. hintangestellt werden müssen. Deshalb danke ich besonders Bundesminister Schelling und Reinhold Mitterlehner sehr ausdrücklich, die dieses Investitionspaket von rund 175 Millionen Euro geschnürt haben, denn es kommt nicht nur den Kommunen, sondern es kommt auch der regionalen Wirtschaft zugute. Jeder investierte Euro wird sich mehrfach rentieren und das heißt, es stärkt die Regionen. Der ländliche Raum muss insgesamt gestärkt werden, denn einerseits sieht sich der ländliche Raum mit der Abwanderung in Richtung Städte konfrontiert und andererseits gehen damit wichtige Fachkräfte, aber auch Wissen verloren. Es muss uns ein Anliegen sein, für junge, motivierte Menschen im Land und in den Regionen, dass wir sie dort verstärkt verankern. Das heißt aber auch, dass wir Impulse setzen müssen. Und genau hier bietet sich das Kommunalinvestitionsgesetz an, denn es trägt dazu einen wichtigen Beitrag bei. Entschuldigung. Große finanzielle Brocken, wie zum Beispiel die Adaptierung von Gebäuden, denken wir an Schulen, Kindergärten etc. oder Freizeiteinrichtungen, beziehungsweise zum Beispiel in der Abwasserentsorgung oder in der Trinkwasserversorgung, sind für kleinere, finanzschwächere Gemeinden nur sehr schwer zu stemmen. Die Kostenbeteiligung des Bundes spielt hier eine wesentliche und wertvolle Rolle. Was bewirkt das Gesetz schlussendlich? Konkret wird maximal ein Viertel der Kosten für ein neues Projekt finanziert. Es muss also insgesamt ein neues Projekt sein, das noch nicht genehmigt ist. Für diese Projekte gibt es in ganz Österreich Zuschüsse von 175 Millionen. Das heißt, in Oberösterreich sind das 28 Millionen Euro. Diese 175 Millionen Euro sollen Investitionen von über 750 Millionen Euro auslösen und damit auch ein entsprechender Beitrag zur Arbeitsplatzschaffung und zur Sicherung von Arbeitsplätzen sein. Immerhin rechnet man mit bis zu 8.500 neuen Arbeitsplätzen. Und aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt ist, dass sollten Gemeinden diese Mittel nicht abholen können, diese praktisch im Gemeindetopf bleiben und wieder über den Finanzausgleich den Gemeinden zugutekommen. Wobei positiv ist, dass die Mittelzuteilung nicht nur nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel festgesetzt ist, sondern hier auch andere Punkte berücksichtigt werden. Denn der abgestufte Bevölkerungsschlüssel ist nach wie vor ein Teil, wo die kleineren Gemeinden finanziell benachteiligt sind. Aus meiner Sicht sind wir bei diesem Gesetz auf jeden Fall auf dem richtigen und gerechten Weg, ganz im Sinne, dass jeder Bürger gleich viel wert sein sollte unterwegs. Deshalb stimmen wir gerne zu. Am Wort ist Magistra Karin. Nikolaus Prinz von der ÖVP mit Zustimmung zum Gesetz.